Also ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich koche heute mit Philipp. Was kochen wir heute? Ja, wir machen heute frische Miesmuscheln in Wein und Gewürzen gedämpft. Gedämpft? Ja, hast du schon mal Muscheln gegessen? Schon mal gegessen, aber die gekocht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Muscheln gegessen. Schmeckt aber nach Meer. Nach Meer oder nach Meer? Meer. Also mit 2 E ohne A. Muss man noch komplett aufmachen. Wenn man die kocht, gehen die wohl alleine auf. Jetzt können wir anfangen. Den Topf regelmäßig mit beiden Händen greifen, dabei mit den Daumen den Deckel zuhalten und dann... Der Deckel wird heiß sein. Ja, hä? Und mit leicht ruckartigen Bewegungen schwenken. Ja, so. Also, leichter, trockener Weißwein. Ein Topf mit Deckel und 8 bis 10 Liter Fassung. Ein Topf. Ach so, nicht ein okay, Topf. Den haben. Ja. Das ist der das ist der Topf. Das ist ein Topf. Gehackte Schalotten. Pass auf, ich zeig dir Darf mal. Ich auch schneiden. Ja. Muss ja nur die Enden. Die Enden abschneiden. Enden abschneiden. Okay. Jetzt hier dran ziehen. Reicht schon? Ey, das ist richtig geil. Lohnt sich so ein Ding, Alter, ne? Wie geil ist das? Guck mal, wie fein das ist. Weißwein, Zwiebel, die Schalotten. Also, mir brennt total die Eiklage. Oh, jetzt kommt es aber bei mir auch an. So, was ist das nächste auf der Liste? Auf der Liste 1,5 Lorbeerblätter. Oder 1,5? Lorbeerblatt. Entschuldigung, nicht Blätter. Da steht doch niemals 1,5. Doch. Ein halbes steht da. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Eine große Prise Pfeffer. Eine große Prise? Groß. Das ist viel zu wenig. Mehr. Mach mal ruhig mehr. Ja. Aber eine Prise ist winzig klein. Aber dann kann ich nicht groß und Prise in einen Satz packen. 2 bis 3 Minuten kochen, damit der Alkohol verdunstet und sich die Flüssigkeitsmenge leicht reduziert. Ja. 2 bis 3 Minuten nur? Ja. Willst du einen Schluck Wein trinken? Hast du einfach irgendeinen Wein gekauft oder hast du dich beraten lassen? Beraten lassen, den habe ich immer jetzt zum Kochen. Ja? Der ist richtig gut, sagt der Mann, der den verkauft. Hat er einen Namen? Nee. Schade. Jagedaya wäre gut. Ich glaube nicht, dass er so heißt. Wir nennen ihn einfach Jagedaya. Jagedaya? Das ist ein super Name für einen Weinkenner. Der arbeitet beim Rewe. Was ist das? Es könnte ein Tacker sein. Ich mache das jetzt da rein, ne? Ich mache jetzt die Muscheln da rein. Ja. Bist du noch bei der Sache? Ja, ich guck mir ja nur dein krass geiles Equipment an. So. Nach etwa 5 Minuten öffnen sich die Schalen und die Muscheln sind gar. Den Gasud kurz ruhen lassen. Der Gasud. Gasud. Das hört sich an wie so ein Bösewicht von Pokémon. Oder den Schlümpfen. Gargamel und Gasud. Oder? Hier bei der Gummibärenbande. Wie hieß er da? Oh. Herzoglein. Herzoglein. Du hast es erraten, du Puddinggehirn. Herzoglein. Ja, schüttel mal mehr. Schüttel dein Speckmann. Schüttel dein Speckmann. Ja, das ist zu wenig. Heb mal hoch. Sind die offen? Ja. Nein. Alle. Boah, ist das geil. Wenn ich gerade die Muscheln rieche und so beim Kochen bin, kriege ich immer einen Kohldampf. Das kann mir nicht passieren. Warum? Weil ich nicht riechen kann. Guck mal, wie die aussehen. Ich habe mir das schwieriger vorgestellt. Ich hole jetzt erstmal nur ein paar Muscheln raus. Also eigentlich alle, damit der Rest der Gasud sich legen kann. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, Philipp, das zu essen. Du hast wirklich noch nie Muscheln gegessen? Au! Ey, das ist ja mega viel. Guck mal, wie das aussieht. Die sind richtig lecker. Ja? Wie isst man das denn jetzt? Also eigentlich
den Händen. Ja, aber dann ist man ja total schmierig. Ja, ist ja ein Burger auch nicht mit Messer und Gabel, oder? Ich hasse nee, da, alle Leute, da die... Da kippe ich aber auch kein Gasud drüber. Ich finde es irgendwie richtig geil und es ist echt nicht schwer, ne? Mhm. Zack. Guck mal, ist echt gut. Mhm. Gefällt mir. Dann probier mal. Warum denn ich als erstes? Der Gast zuerst. Dann muss man das mit dem Gasud ausschlürfen. Nein! Doch. Nein, doch. Oh. Wirklich? Ja, oder? Holst du das nicht einfach da raus jetzt? Kann man auch, aber ich glaube... Schmeckt das? Ist gut. Ist wirklich gut. Probier. Es ist geil. Es schmeckt gut. Es schmeckt irgendwie nach Hähnchen. Ja, stimmt. So ein bisschen Hähnchen. Ja. Guck mal hier, man muss das, glaube ich, so in den Gasud packen. Oh mein Gott, das ist ja richtig lecker. Du hast viel zu wenig Gasud drin. Alter. Probier mal. Komm mal her. Ich mach so. Oh ja, es ist köstlich. Oder? Oh Gott. Alter, ist das lecker. Mm. Jetzt mal ohne Spaß. Neue Technik. Mm. Oh, geil. Also ich habe schon mal Muscheln gegessen, aber glaube ich noch nie so im Stil. Oh, das ist ja tausendmal geiler mit dem Zeug. Ja. Also dieser Gasud hat es dir angetan, ne? Dass Gasud so lecker sein kann. Also, wer hätte das denn gedacht, dass aus Gasud so viel Köstlichkeit rauskommt? Es schmeckt aber auch gar nicht nach Wein oder so, ne? Mhm. Oh, boah, das ist echt, aber... Das ist echt krass. Bon Appetit! Hast du ganz viel Spaß? Ja, ich liebe dieses Messer.